Hallo liebe Kids und schön habt ihr wieder eingeschaltet beim Kids Input. Ich will euch heute eine Geschichte erzählen. Und zwar müsst ihr da ganz gut aufpassen, gut zuhören, weil ihr müsst nämlich nachher herausfinden, ob die Geschichte wahr ist oder erfunden. Meine Geschichte heisst Rettung aus dem Gletscher. Wir sind in einem kleinen Bergdorf, hoch über dem Tal, 1500 Meter über dem Meer. Der Wind bläst ganz stark und es ist eisig kalt. Am Abend spät und die Sonne geht langsam unter. In diesem kleinen Bergdorf wohnt ein spezieller Mann. Ganz entschieden. Und er hat ganz spezielle Fähigkeiten. Er kann sich nämlich winzig klein und riesig gross machen. Ganz speziell. Und schon fast ein bisschen unheimlich. Der Mann heisst Sebastian. Und er geht wie jeden Abend im Dorf spazieren. Und als er bei einem Haus vorbeiläuft, sieht er in der Stube drinnen drei Leute stehen. Eine Frau, ein Mann und ein Polizist. Sebastian fällt auf, dass die heftig miteinander diskutieren sind. Und er hat das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Und ja, wie ihr wisst, Sebastian kann sich winzig klein machen. Also macht er sich winzig klein, schlüpft durch das Schlüsselloch rein und ist mit in den Leuten. Ganz aufmerksam lässt er zu, damit er herausfindet, um was es da geht. Die Frau sagt dann, oh, der Sohn, schon seit gestern Morgen ist er nicht mehr rum und er ist schon wandern und wir finden ihn einfach nicht mehr und auf dem Handy ist er nicht erreichbar. Der Polizist sagt dann, ja, der Sache gegangen jetzt noch. Der Sebastian macht sich, oder ist ja immer noch winzig klein, klettert beim Polizist das Hosenbein auf, in den Hosensack rein und ist so immer an der vordersten Front mit dabei. Der Polizist verabschiedet sich dann und geht zu der Bergrettung. Bei der Bergrettung erklärt der Polizist, um was es geht. Sebastian schlüpft aus dem Hosensack vom Polizist raus, geht beim Hosensack vom Bergrettungschef hinein und so ist er voll dabei. Bald darauf aber fliegt die Bergrettung mit dem Helikopter Richtung Berge. Und schon gleich findet sie den Rucksack auf einem Gletscher liegen. Sie landet in der Nähe, klettert zum Rucksack und neben dem Rucksack hat es eine riesige Gletscherspalte. Sebastian verliert keine Zeit. Er kumpelt in die Gletscherspalte rein und schwebt wie ein Stäubli, ganz fein und landet ganz sanft am Boden. Dann macht er sich normal gross und sieht dann den Verletzten, den Sohn von der Frau und vom Mann, dort am Boden liegen. Wie ihr wisst, kann sich der Sebastian auch riesig gross machen. Also macht er seine Hand riesig gross, nimmt den Verletzten so auf die Hand und hebt ihn auf bis zur obersten Gletscherspalte. Dort nehmen den Rettungskräften entgegen. Natürlich sind die verschrocken, als da plötzlich also eine riesige Hand mit dem Verletzten gesehen rauskam. Der Sebastian steigt dann nachher aus der Felsspalte raus und sie verschrecken natürlich noch mehr, als da ein Ries gesehen rauskam. Schnell macht er sich wieder normal gross und erklärt ihnen natürlich, wer er ist und was für Fähigkeiten er hat. Die Mutter und der Vater sind natürlich hell begeistert und erleichtert, dass ihr Sohn wieder zurück ist. Die Geschichte ist vorbei und ihr habt euch sicher extrem gefragt, ist jetzt das wahr oder nicht? Natürlich, es ist eine erfundene Geschichte. Aber wir kennen natürlich einen, der hat noch viel die besseren Fähigkeiten und noch mehr Fähigkeiten. Das ist natürlich der Jesus. Der Jesus hat die ultimativen Fähigkeiten. Und eine Passage aus der Bibel zeigt uns das auch. Wo Jesus auferstanden ist, versammelt sich seine Freunde in einem Haus. Die Türen sind verschlossen, alles zu, Jesus ist nicht dort. Und plötzlich ist Jesus mitten unter ihnen. Also er ist durch die
verschlossenen Türen kommt er rein, er kommt durch die Wände. Es ist einfach mega gewaltig. Ja, ich wünsche mir, dass ihr Jesus auch einfach erleben könnt in eurem Alltag. Und ich hoffe, bis bald. Tschüss zusammen!